Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite News. Heute mal mit ein paar Updates zu den neuen Skins, die geleakt wurden. Viele von euch werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass da einige neue Skins geleakt wurden. Das sind sogar ziemlich viele und auch richtig, richtig geile Skins dabei. Da haben wir dann zum Beispiel für den St. Patrick's Day einen neuen Skin und auch weitere Epic und Legendary Skins, die richtig cool aussehen. Wir haben weitere Gleiter, wir haben weitere Rucksäcke, wir haben weitere Spitzhacken, weitere Emotes. Und man erwartet so, dass sie in den nächsten 1 bis 4 Wochen auf die Server live kommen. Außerdem hat man in den Gamefiles vom letzten Patch noch ein paar Skins gefunden, die den Beinamen Founder beinhalten. Das lässt jetzt natürlich vermuten, dass es Skins für die Founder Edition geben wird. Wer das von euch noch nicht weiß, es gibt ja in Fortnite nicht nur Battle Royale, sondern auch den Singleplayer-Modus Rette die Welt. Und um das zu spielen, muss man quasi einmalig Geld ausgeben und muss sich ein Gründerpaket kaufen, so heißt das. Davon gibt es verschiedene Varianten. Das fängt bei 39,99 Euro an. Das ist das Standardpaket und geht dann über 59, 89 bis hin zu 149 Euro für dieses mega krasse limitierte Gründerpaket. Alle Editionen beinhalten natürlich den Zugang zum Spiel. Je krasser das Paket ist, desto mehr Sonderinhalte hast du, also zum Beispiel weitere Skins oder bei dem Extremen, dieses für 149, da hast du auch noch zwei Codes quasi für deine Freunde, das heißt, also die können auch mitspielen. Und genau für diese Gründer-Edition wurden jetzt quasi Skins in den Battle Royale-Files gefunden. Daher liegt die Vermutung nahe, dass jetzt das kommt, was sich schon viele Leute erhofft hatten, nämlich exklusive Skins für Leute, die sich den Singleplayer gekauft haben. Bei den Skins handelt es sich um zwei Outfits, einmal den Rose Team Leader und einmal den Warpath. Hier, ich blende sie euch mal beide ein. Die Skins sind, ich würde sagen, okay, sie sind jetzt nicht so heftig. Beide bekommen einen Backpack jeweils und dazu gibt es noch einen Gleiter und einen Regenschirm. Ich finde es gut, dass die Skins nicht zu extrem sind, denn sonst müsste sich jeder, der diese Skins haben will, den Singleplayer kaufen, auch wenn er ihn vielleicht gar nicht spielen möchte. Natürlich pushen sie auch so ein bisschen die Sales von dem Rettet die Welt-Modus, aber ich fände es cool, wenn Leute, die halt quasi den schon gekauft haben, das schon gespielt haben, jetzt noch ein kleines Reward dafür bekommen, auch im Battle Royale-Modus. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die neuen Skins findet und was ihr davon haltet, dass die Leute, die sich die Gründer-Edition gekauft haben, jetzt wahrscheinlich neue Skins bekommen werden. Und mich würde auch interessieren, wer von euch hat sich denn eigentlich die Gründer-Edition schon gekauft, weil ich weiß, dass ja sehr viele von meinen Zuschauern immer Battle Royale spielen, aber ich glaube, den Singleplayer bzw. den Kampagnenmodus mit Rette die Welt, den haben noch nicht so viele gespielt. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Gründerpaket für Rette die Welt habt und ob ihr euch das jetzt sogar dafür kaufen würdet, nur um diese Skins zu bekommen. Ich bin mir noch nicht so sicher, zu meiner Person, ich habe mir das noch nicht gekauft, den Singleplayer. Für die Skins weiß ich jetzt noch nicht, ob ich es machen würde. Ich finde, die Skins sind jetzt nicht so extrem, aber es ist jetzt quasi nochmal eine Sache, die sich mehr lohnt, dieses Gründerpaket noch zu kaufen. Außerdem ist noch unklar, ob man die Gründerpakete vorher gekauft haben muss, also quasi bevor die Skins released werden, oder ob das dann immer noch geht, wenn man die im Nachhinein kauft. So viel dann erstmal zu den Neuigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.